werde auch heute versuchen, mich mit meinem Gesang so ein bisschen zurückzuhalten. Ich selber bin aufgewachsen in einer Familie mit drei Brüdern und einer meiner Brüder hat irgendwann so seine Teenie-Zeit durchlaufen und stand dann an der Schwelle des Erwachsenseins. Und meine Mutter sagt, dass er immer wieder zu ihr gegangen ist und gesagt hat, ich habe keinen Bock, erwachsen zu werden. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben lang Kind sein. Und irgendwie finde ich diesen Gedanken ganz amüsant, weil man auch das schon versteht, oder? Es gibt gewisse Vorzüge, die man so als Kind hat. Weniger Aufgaben, weniger Verpflichtungen, man trägt deutlich weniger Verantwortung. Und wenn man Kinder so ansieht, dann kommt da eine Sorglosigkeit des Lebens rüber, eine Unbeschwertheit, eine Freude, die echt schön ist, oder? Und irgendwie ist das paradox, denn wenn du jetzt mit 9-Jährigen oder mit 10-Jährigen sprichst, die würden sagen, nee, ich will unbedingt erwachsen werden, weil sie mit dem Erwachsensein irgendwelche Vorzüge verbinden. Ja, sie dürfen dann vielleicht ins Kino gehen ohne eine Alterseinschränkung oder sie dürfen irgendwann mal einen Führerschein machen und sich so ein bisschen unabhängiger bewegen. Dann dürfen sie in den Supermarkt gehen und das ein oder andere Getränk kaufen, das sie vorher so noch nicht durften. Und sie denken, das sind dann die Vorrechte. Und dann ist man erwachsen und merkt, ah nee, lieber Kind sein, oder? Und ich behaupte heute in meiner Predigt, dass diese Sehnsucht nach Kindsein tief in jedem Menschen von uns schlummert und rein logisch betrachtet ist auch jeder von uns ein Kind. Es ist ein identitätsprägendes Merkmal. Du bist das Kind deiner Eltern, du hast einen Vater, du hast eine Mutter, egal wie alt du bist. Ich bin 31 Jahre alt und betrachte mich immer noch als Kind meiner Eltern. Und selbst wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr sein sollten, würde ich immer sagen, das ist mein Vater und das ist meine Mutter und ich bin deren Kind. Ist auch unabhängig davon, wie du so dein eigenes Elternhaus erlebt hast, ob du in wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen bist oder eher nicht. Du wirst dich, manchmal ist es tragisch, nicht von deinen biologischen Wurzeln trennen können. Du bleibst das Kind auch deiner biologischen Eltern und dieses Kindsein steckt irgendwo in jedem von uns drin. Ich möchte heute über diese irdischen Eltern gar nicht so sehr sprechen, sondern ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Kindschaft auch eine geistliche Entsprechung kennt. Da gibt es jemanden im Himmel, der dort steht mit ganz offenen Armen und sagt, ich will dein Vater sein. Ich will, dass du in meine Arme rennst. Ich will dich auf den Arm nehmen. Ich will dir Wärme, Annahme, Liebe zusprechen. Ich möchte so gerne, dass du mein Kind bist. Und wir selber als Menschen können darauf reagieren und sagen, ja, ich will, dass du mein Vater bist, ich will dein Sohn sein, ich will deine Tochter sein. Und das ist das Thema, über das ich heute mit uns sprechen möchte. Diese Sehnsucht nach Kindschaft ist nicht verwerflich, sondern im Gegenteil, es führt mich zu meinem Predigttitel, ich darf Kind sein. Wenn du mich selber fragst, was war eigentlich so die größte Offenbarung, die Jesus seinen Jüngern vermittelt hat, dann würde ich, glaube ich, an dieser Stelle anknüpfen. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, Gott als nahbaren Vater zu bezeichnen. Er hat ihnen eine Vertrautheit und eine Nähe zu seinem himmlischen Vater beigebracht, die so vorher untypisch war. Jetzt ist das Bild von Gott als Vater auch schon im Judentum verankert. Ja, wenn man ins Alte Testament reinschaut, dann gibt es so 20 Belege, wo Gott Vater genannt wird, aber oftmals auch Vater einer Nation. Und irgendwie ist da schon nochmal eine gewisse Distanz. Und im Neuen Testament ändert sich das radikal. Wenn du nach Belegen schaust, wo Gott als Vater angesprochen wird, 261 Mal taucht das im Neuen Testament auf. Im Alten Testament hat man Gott eher als Herr angesprochen, was Autorität, Macht, Stärke ausdrückt. Und im Neuen Testament kommt eine viel intimere Nähe mit rein. Und das liegt an Jesus. Ich glaube, das ist die größte Offenbarung, die er beigebracht hat. Und er selbst hat genau diese Beziehung zu seinem Vater gepflegt. Jesus hat sich als ein Kind Gottes betrachtet. Auch das war seine Identität. Es gibt ja unheimlich wenig in der Bibel, wo berichtet wird, wie Jesus aufgewachsen ist als kleines Kind. Wir steuern so langsam auf Weihnachten zu, da spielt die Geburtsgeschichte natürlich eine Rolle. Aber ansonsten wissen wir nicht so richtig, wie Jesus als Kind aufgewachsen ist, außer diese eine Geschichte, wo Jesus mit 12 Jahren im Tempel in Jerusalem war.
Einmal im Jahr gab es dort im Judentum das Passafest und dann haben sich die ganzen Leute aufgemacht, um nach Jerusalem zu gehen und dort dieses Passafest zu feiern. Und Jesus selber ist in Nazareth aufgewachsen und seine gesamte Familie, Onkel, Tanten, alle haben sich irgendwie, haben ihre 7 Sachen gepackt und sind ab nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Und die Bibel beschreibt, wie Jesus jetzt dort im Tempel ist und sich mit Schriftgelehrten und Pharisäern unterhält. Und die sind ganz erstaunt, wie viel Weisheit dieser junge Mensch dort ausspricht, wie er schon die Schrift versteht und sie sind sehr fasziniert davon. Und später wissen wir, dass er selber das Wort ist, er ist das Wort Gottes, natürlich versteht er die Schrift, weil er sie selber ist, weil die Schrift von ihm zeugt. Aber das wissen die Menschen damals nicht. Und irgendwann ist das Passafest vorbei und die ganze Familie zieht wieder los und die Eltern nehmen an, Jesus wird sich schon dieser Menge irgendwie angeschlossen haben. So war es dann aber eben nicht. Irgendwann stellen sie fest, Jesus ist nicht in der Menge. Wo ist eigentlich Jesus? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dein Kind verlierst, da wird man schon irgendwie nervös, oder? Hast du schon mal dein Kind im Supermarkt gelassen oder im Kaufhaus? Oder bist alleine losgefahren plötzlich und dachst, oh, irgendwas habe ich vergessen. Ich wollte doch irgendwas einkaufen. Dann guckst du auf den Beifahrersitz und das Kind fehlt. Ich selber kenne das auch, bin selber kein Vater, aber wenn ich mit den Kindern in der Schule selber einen Schulausflug mache, dann bin ich innerlich schon echt angespannt. Für mich ist dieser Wunsch, hoffentlich kommen auch alle 24 Kinder wieder mit in die Schule, weil es wirklich grausam ist, wenn du dein Kind verloren hast. Und so wird sich Maria und Josef dort auch gefühlt haben und sie rennen dann zurück nach Jerusalem und suchen überall, wo ist denn Jesus, wo ist Jesus? Und sie finden ihn, wie er ganz bequem dort im Tempel sitzt und sich wieder mit den Erwachsenen unterhält. Und schon in einer vorwurfsvollen Haltung kommt Maria dann zu ihm und sagt, wo bist du gewesen? Wir haben dich überall gesucht. Was machst du denn hier im Tempel? Und Jesus reagiert ja mit einer ganz interessanten Frage und sagt, wusstest du nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wusstest du nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und Maria versteht das im ersten Moment nicht und denkt so, das Haus deines Vaters ist immer noch in Nazareth. So, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, so ungefähr stelle ich mir das vor. Sie versteht es im ersten Moment nicht, aber später begreift sie natürlich, Jesus spricht nicht von leiblichen Eltern, sondern Jesus betrachtet sich als Kind Gottes. Das ist Teil seiner Identität. Und genau das lebt er dann auch im Erwachsenenalter immer wieder aus. Er redet immer in einer sehr liebevollen Art über seinen himmlischen Vater. Ich finde gerade im Lukas-Evangelium total schön, wenn man dort nachschaut, ersten direkten Worte von Jesus beziehen sich auf den Vater. Die letzten Worte Jesu beziehen sich auf den Vater. Er hat immer wieder über den Vater gesprochen. Dann gibt es so einen schönen Vers in Johannes 10, 30. Ich und der Vater, wir sind eins. Und ich mag das total gerne, wie Jesus das sagt. Das ist eine tiefe Verbundenheit, die er dort beschreibt. Und auch eine Einheit. Wir sind uns einig in unserem Denken, wir sind uns einig in unserem Handeln. Und das drückt eben auch ein Vers aus in Johannes 5, 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wir sehen eine direkte Abhängigkeit. Jesus glaubt, dass er nichts tun kann, was er den Vater nicht tun sieht. Aber er betrachtet seinen Vater auch als großes Vorbild. An ihm möchte er sich orientieren. Er möchte genauso handeln wie er. Und selbst dann, wenn es menschlich gesehen total schwierig wird. Für mich gibt es eine sehr, sehr bewegende Geschichte im Garten Gethsemane, wo Jesus weiß, in wenigen Tagen werde ich dort ans Kreuz gehen. Und ich werde körperliche Schmerzen erleiden, ich werde seelische Schmerzen erleiden. Es wird ein grausamer Moment. Und Jesus war 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Und er wollte nicht ans Kreuz. Er hat wirklich Angst davor gehabt und er kniet im Garten Gethsemane und betet in Markus 14, 36, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus unterstellt sich hier komplett dem Willen seines Vaters, auch wenn es menschlich gesehen eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn wird. Und selbst in dieser schwersten Stunde kommt diese innige Vertrautheit rüber. Jesus spricht ihn Abba, Vater an. Abba ist ein aramäischer Ausdruck. Und so haben damals die Kinder ihre Väter angesprochen. Vielleicht hier im Deutschen wäre das so etwas wie Papa, Papi. Und das drückt so diese kindliche Beziehung aus, die Jesus selbst als Erwachsener noch zu seinem Vater verbindet. Ich darf Kind sein, habe ich die Predigt genannt. Jesus lebt genau das vor.
Und Jesus lebte diese innige, vertraute Beziehung nicht nur selbst, sondern er wünschte sich, dass seine Jünger das auch begreifen. Sie sollen Gott als ihren eigenen Vater verstehen, nicht als distanzierten Gott, vor dem man sich in erster Linie fürchtet, sondern als einen Gott, zu dem man läuft, in dessen Gegenwart man sich wohlfühlt. Und wir sehen das auch in Lukas 10, 22, dort wird so angedeutet, Jesus sagt, mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Niemand kennt den Vater, nur der, der eine Offenbarung hat. Und diese Offenbarung kann nur Jesus schenken. Das heißt, wir merken, dieses Thema ist jetzt keine Erkenntnis. Ja, es ist nicht so, dass du durch Studium, durch eigene Anstrengung Gott wirklich als deinen persönlichen Vater begreifen kannst, sondern du benötigst eine Offenbarung. Das ist eine Offenbarung, die dir Jesus gibt und Jesus auch geben will, wie wir in der Folge sehen. Er tat das mit seinen Jüngern, als er ihnen beibringt, wie, in welcher Art sie beten sollen und was sie dabei auch aussprechen sollen. In Matthäus 6, 6 sehen wir, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich liebe diesen Vers so sehr. Irgendwie dieses Ausdruck, dass du dich mal auch zurückziehst, nicht nur in der Öffentlichkeit stehst, nicht nur vorne auf der Bühne betest oder irgendwie hier in der Gemeinde, sondern dass es diesen Rückzugsort bei dir zu Hause gibt, wo du in dein Zimmer gehst und die Tür schließt und dir sicher sein darfst, in dem Moment, wo du anfängst zu beten, ist der Vater im Himmel gegenwärtig. Und er ist da und schaut ins Verborgene. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals ist es so, ich merke, irgendwas liegt mir auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und dann ist das Vertrauen hier in diesem Vers so schön, wenn du weißt, er sieht ins Verborgene. Er weiß ganz genau, was dich gerade bedrückt, was dir Freude bereitet, was dich aufwühlt. Er kennt dein Herz viel besser, als du dich selbst kennst. Der Vater ist im Verborgenen gegenwärtig und er sieht das Verborgene in dir. Finde ich total schön. Und Jesus geht danach weiter und bringt den Jüngern bei, wie sie beten sollen. Und er sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden und so weiter. Und auch dort kommt diese persönliche Anrede wieder durch, unser Vater. Und das ist in der damaligen Zeit ein ganz revolutionäres Denken gewesen. So haben sie Gott erstmal nicht angesprochen und Jesus führt in diese vertraute Beziehung rein. Wir haben es jetzt also, dass Jesus diese Beziehung vorlebt, dass er das seinen Jüngern weiterreicht, den 12 Aposteln. Aber er will nicht dabei stehen bleiben, sondern das soll eine Offenbarung sein, die an alle Christen weitergereicht werden soll. Und das sehen wir dann in Galater 4, 4 bis 6. Oh, das ist dieses Rauschen, von dem Jenny vorhin gesprochen hat, ne? Ein Sender einstellen wieder. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes werden, und jetzt kommt's, damit wir zu Gottes Kindern werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte Gott euch seinen Geist, in Römer steht kein Geist der Knechtschaft, der uns wieder Angst einjagt, sondern denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Auch hier kommt wieder diese kindliche Anrede durch, aber du bist mein lieber Papa, mein wunderschöner Vater. Es ist ein bisschen unangenehm manchmal, wenn Leute in der Öffentlichkeit Papa zu Gott sagen. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, aber in deiner privaten stillen Zeit voll gerne. Es drückt diese unglaublich kindliche Nähe aus, die echt schön ist. Und wir merken an diesen Versen auch, Jesus hat das als einen zentralen Auftrag seines Lebens betrachtet, dass wir diese Offenbarung haben. Gott ist ein nahbarer Vater. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt glücklich, Kind Gottes zu sein. Ja, mir bedeutet das endlos viel und du darfst gerne mal sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich bin ein Kind Gottes, etwas, was total nahe geht. Wir haben uns versucht, erstmal eine biblische Grundlage zu geben. So, ich darf Kind sein, das lebt Jesus, das bringt er seinen Jüngern bei und er möchte, dass wir als seine Nachfolger das heute auch begreifen und das möchte ich, dass es zu deiner Identität wird. Du sollst dich immer als ein Kind Gottes auffassen und von diesem Gedanken ausgehend würde ich ganz gerne noch einen Schritt weitergehen, nämlich darüber sprechen, was zeichnet diese Vater-Kind-Beziehung eigentlich aus?
Wie sieht so eine Beziehung zwischen mir und Gott, dem Vater, aus? Ich selber habe eigentlich ursprünglich ein ganz anderes Thema für heute vorbereitet gehabt. Und irgendwann habe ich es dann geändert, weil ich gemerkt habe, dass Gott in den letzten Wochen mit mir genau an diesem Punkt angesetzt hat. Und dann dachte ich mir, dann werde ich lieber aus etwas sprechen, was ich gerade selber durchmache, als irgendetwas, was ich mir vorher selbst überlegt habe. Und so saß ich irgendwann in meinem Zimmer und habe eine Gebetszeit gehabt und ich probiere mir das beizubringen, dass ich immer auch in meiner Gebetszeit einen Moment der Stille habe, wo ich mich einfach nur hinsetze und wo ich dann zu Gott sage, okay, jetzt darfst du zu mir sprechen, zeig mir irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, sprich irgendetwas, was gerade für mich Bedeutung hat. Und oftmals spricht er, nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass ich einfach nur merke, wie sich so Gedanken legen und das aufgewühlte Herz sich beruhigt. Aber oftmals spricht er auch. Und genau in diesem Moment hat er mir ein Bild gezeigt, wie ein Vater sein Kind auf den Händen trägt. Und dieses Kind hat so seinen Kopf auf die Schulter abgelegt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du selber mal so ein Kind auf dem Arm hältst. Ich finde, es ist so berührend, wenn ein Kind so seinen Kopf ablegt. Das ist für mich so dieses Zeichen, oh, du fühlst dich echt geborgen. So, du fühlst dich gerade wohl in meinen Armen. Und dieses Bild hat er mir gezeigt. Und ich habe irgendwie gemerkt, Gott will mir damit etwas ausdrücken. Er will sagen, hey, du bist mein Kind und du darfst in meine Arme kommen. Und ich möchte dich tragen als mein Kind. Ich möchte, dass du deinen Kopf ablegst und dass du dich geborgen fühlst. Du sollst dich in meinen Armen wohlfühlen. Ich will dir diese Nähe und Liebe schenken. Ich will, dass du dich in meinen Armen sicher fühlst. All das, was dir Sorgen bereitet, was Angst macht, das darf jetzt mal weg sein. Ich möchte dir diese Sicherheit geben und, mein Junge, ich werde mich um dich kümmern. So, ich sorge für dich, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin dein Vater und ich trage auch Verantwortung für dein Leben. Und gleichzeitig spürte ich aus diesem Bild irgendwie raus, hey, ich bin dein Vater und damit auch dein Vorbild. Ich will dich entwickeln, ich will dich zur geistlichen Reife bringen, ich möchte dich erziehen, das ist meine Aufgabe als Vater. Und diese vier Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, über die möchte ich ganz gerne heute einmal reden. Ich glaube, man kann viel mehr noch aus einer Vater-Kind-Beziehung herausziehen, aber ich beschränke mich heute auf diese vier Aspekte, nämlich Geborgenheit, Versorgung, Sicherheit und Vorbild. Ich möchte einige Bibelverse einmal vorlesen, die diese Erfahrung von ich fühle mich geborgen in seiner Gegenwart ausdrücken. Wir lesen das im Psalm 5, 12 zum Beispiel. Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt keine Grenzen, denn bei dir sind sie geborgen. Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln. Oder in Psalm 59, 18. Ja, dir will ich singen und musizieren, denn du bist meine Stärke. Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen. Ja, Gott, wie gut bist du zu mir. Oder einen weiteren Vers im Psalm 131, 2. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Finde ich interessant, dass mein Bild hier auch so eine biblische Entsprechung kennt. Wie ein Kind in den Armen seines Vaters oder hier in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Wenn wir die Psalmen lesen, dann wissen wir, dass die Psalmen in erster Regel Lieder waren oder Gedichte, die die Psalmisten geschrieben haben. Und man kann ziemlich gut herauslesen, wie sie ihre Beziehung zu Gott gelebt haben. Und ein Aspekt, den die alle hier beschrieben haben, ist, dass sie sich in seiner Gegenwart geborgen fühlen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Hier in der Gemeinde oder in deiner stillen Zeit, wenn du zu Hause bist und du gehst in seine Gegenwart und es ist irgendwie dieses Gefühl, boah, ich bin hier angekommen. So, mein Herz ist zufrieden, ich fühle mich wohl, ich fühle mich richtig geborgen gerade in dieser Zeit. Hier ist mein Herz so wirklich zu Hause. Kennt das jemand, dieses Gefühl? Und das ist eine ganz, ganz, ganz starke Erfahrung, die wir mit dem Psalmisten von damals teilen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir so ein Lied in den Kopf gestoßen, das zeigt, dass dieses Wohlfühlen in Gottes Gegenwart, dieses Geborgensein, auch dann der Fall sein kann, wenn es um uns wirklich stürmt und tobt. Es gibt dieses eine Lied, kennt ihr es noch? Ich wollte ja eigentlich gar nicht singen, ne? Aber mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Und dieses Lied selber hat eine total berührende Geschichte. 1871 gab es in Chicago ein großes Feuer und bei diesem Feuer sind 300 Menschen ums Leben gekommen und Hunderttausende von Häusern sind dort verbrannt.
Und ein Opfer unter diesen ganzen war ein Mann namens Spafford. Und er hat dort erstmal sehr viele Häuser verloren, war ein Anwalt, der in Immobilien in Chicago investiert hat. Aber noch viel schlimmer, er hat seinen einzigen Sohn bei diesem Feuer verloren. Er hatte 4 Töchter und einen Sohn und der Sohn ist bei diesem Feuer gestorben. Einige Jahre später wollte er dann mit seiner restlichen Familie nach England reisen. Und durch einen Geschäftstermin wurde er dann aufgehalten, hat er seine Familie schon mal vorgeschickt. Das Problem war, dass das Schiff irgendwann mit einem anderen Segelschiff kollidierte und unterging. Und die meisten Menschen auf diesem Schiff sind gestorben. Die einzige Überlebende war seine Frau, ansonsten sind seine 4 Kinder dabei gestorben. Also alle seine 5 Kinder hat er nun verloren. Und einige Jahre später reist er mit seiner Frau wieder mit dem Schiff und sie kommen an dieser Unglücksstelle wieder vorbei, wo seine Töchter gestorben sind. Und in dieser Nacht schreibt er dieses Lied. Wenn Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl. Das fällt mir sehr schwer, sorry. Mir ist wohl in dem Herrn. Auch dieser Spafford macht hier eine krasse Erfahrung. Er sagt, egal was für Stürme in meinem Leben auch toben, egal was für Erlebnisse ich habe, für Schicksalsschläge, wenn ich an diesen Ort seiner Gegenwart komme, fühle ich mich geborgen. Da kommt mein Herz wieder an, ich bin zufrieden. Herz findet die Ruhe, die es braucht. Und es ist eine so wertvolle Erfahrung zwischen Vater und Kind, oder? Das ist der erste Aspekt, den ich rausziehen wollte. Der zweite Aspekt ist Versorgung. Ja, ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Ein Vater und eine Mutter wird die Kinder anziehen und wenn das Kind aus der Kleidung rauswächst, dann kauft man halt neue Sachen nach. Man gibt dem Kind Essen und Trinken und versorgt es bei diesen körperlichen Bedürfnissen. Aber auch emotional wird das Kind gedrückt, man liebt es. Und wenn das Kind kränkelt, dann kümmert man sich ganz intensiv darum. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch auf Gott als Vater übertragen können. Er selber möchte sich um materielle Bedürfnisse bei uns kümmern. Und das Grundbedürfnis nach Nahrung, wir beten das im Vater unser tägliches Brot, gib uns heute. Aber auch emotionale Bedürfnisse. Zum Beispiel schreibt der Psalmist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kein Mangel auch auf der emotionalen Ebene. Man wird von Gott versorgt, damit man selbst nicht sorgt. Ich habe uns einen Bibelabschnitt mitgebracht, der etwas länger ist. Ich habe heute viel Bibel, aber ich glaube, es ist auch ganz cool, immer wieder mal auch in der Bibel zu hören und sie selbst sprechen zu lassen, oder? Es gibt in der Urgemeinde diese Lesung der Schrift. Das war eine klassische Tradition, dass einfach nur aus der Schrift vorgelesen worden ist. Manchmal verlieren wir, glaube ich, das, dass wir aus der Bibel lesen. Ich habe heute einen längeren Abschnitt mitgebracht und ich versuche, das so gut wie möglich vorzulesen. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr euch doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird schon für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das sind wunderbare Zusagen, die Jesus uns da zuspricht. Und ich mag diesen Bibelabschnitt total gerne, weil da eine gewisse Gelassenheit rüberkommt. Das ist dieses unbeschwerte Leben als Kind wieder, das da durchkommt, oder?
dieses sorglose Leben. Hey, ich habe jemanden, der sich um mich kümmert, der mich versorgt und ich weiß, mich versorgt. Und dann fragt Jesus im selben Abschnitt, vertraut ihr Gott so wenig? Und das fordert mich schon heraus, muss ich sagen. Vertraut ihr Gott so wenig? Kennt er nicht unsere gerade aktuelle Situation? Weiß Jesus nicht, dass die Lebenshaltungskosten steigen, dass wenn man die Nachrichten sieht, dass man politische Unruhen hat, Krieg in der Ukraine? Weiß Jesus nicht, dass all das gerade irgendwie droht, auch zweifelhafte gesellschaftliche Trends? Man kann schon ein bisschen pessimistisch in die Zukunft gucken, oder? Man kann schon Gründe finden, warum man sich sorgt. Und Jesus sagt, vertraut ihr Gott so wenig? Vertraust du Gott als dein Vater, dass er sein Versprechen der Versorgung einhält und wie ein Kind seinem Vater vertraut und sich versorgt weiß? Vertraust du Gott? Das Dritte, was ich herausgezogen habe, ist die Sicherheit. Jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, es hat gewisse Ähnlichkeit zur Versorgung. Ich meine damit schon noch mal einen anderen Schwerpunkt. Ich werde ein bisschen schneller durch diesen Punkt gehen müssen. Für mich ist es eine spannende Beobachtung, wenn man mit Kindern irgendwie auf den Spielplatz geht, zusammen mit den Eltern oder so etwas, dann sieht man, dass die Kinder echt Bock haben, da irgendwie frei rumzulaufen und zu spielen und sie sind ganz happy. Aber die Eltern sind so etwas wie schon nochmal die Basisstation, oder? Wenn sie irgendwann nochmal sich unwohl fühlen oder so, dann rennen sie zurück zu den Eltern, dort tanken sie irgendwie gefühlt wieder auf und dann sind sie wieder frei für sich selbst. Und ich finde, es ist ein total schönes Bild, weil man merkt, wenn die Eltern sich distanzieren, dann wird das Kind unsicher. Dann fängt das Kind an, Angst zu haben und läuft den Eltern nach. Das ist so ein schönes Bild für uns und Gott. Ich selber merke in meiner Beziehung zu Gott immer, dass wenn ich seine Nähe aufsuche, dass auch ich dadurch viel sicherer werde. Viel sicherer in meinem Auftreten, auch im Gespräch mit anderen Menschen. Ich merke, dass ich viel gefestigter bin in meiner eigenen Persönlichkeit, weil ich diese Nähe zu ihm habe. Und manchmal hast du wirklich einen anstrengenden Tag und irgendwie fühlst du dich unwohl und du gehst dann zurück in seine Gegenwart und kommst sehr schnell wieder an diese Sicherheit heran. Also man tankt dort auf, gewinnt Sicherheit und Angst, die man hat vielleicht, die vergeht sehr, sehr, sehr schnell, oder? Es gibt so viele Verse in der Bibel, die sagen, du sollst dich nicht fürchten, du brauchst dich gar nicht zu fürchten. Im Psalm 27,1 habe ich einmal mitgebracht, der Herr ist mein Licht, meine Rettung, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Und diese Frage, vor wem sollte ich mich fürchten, oder die Aussage, fürchte dich nicht, taucht so häufig in der Bibel auf. Manch einer spricht davon, dass es 365 Mal in der Bibel auftaucht, also für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Zählung zutrifft, aber es steht sehr, sehr, sehr häufig in der Bibel. Wir dürfen das durchaus für uns annehmen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus geht sogar so weit und sagt, niemand kann dich aus der Hand meines Vaters reißen. Niemand ist in der Lage, dich aus der Hand des Vaters zu reißen. Das sollte uns ganz, ganz viel Trost spenden, oder? Deine Beziehung zu Gott, dem Vater, sollte dazu führen, dass du dich sicher fühlst und immer weniger Angst hast, weil du begreifst, du hast einen großen Gott, der auf deiner Seite steht. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, nämlich ein Vorbild. Wir haben ganz am Anfang der Predigt schon davon gelesen, dass Jesus selber Gott als Vater und als sein Vorbild verstanden hat. Er wollte nichts tun, was er nicht den Vater schon gesehen hat. Das heißt, er hat sich sehr, sehr, sehr stark an ihm orientiert und hat sogar gesagt, nur dein Wille soll geschehen und gar nicht meiner. Und im Laufe der Bibel sieht man immer wieder, dass Jesus uns beibringt, dass wir auch Gott als unser Vorbild betrachten. Er soll unser Vorbild im Denken, aber auch im Handeln sein. In Lukas 6, 36 lesen wir, darum seid barmherzig, wie auch Gott, euer Vater, barmherzig ist. Oder in Epheser 5, 1, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Noch herausfordernder, Matthäus 5, 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist schon krass. Er ist unser Vorbild, an ihm sollen wir uns orientieren. Aber irgendwie auch logisch, ein Kind selber, ein kleines Kind, orientiert sich an seinen Eltern. Ja, der Vater bringt dem Kind bei, zu sprechen, zu laufen, wie man vernünftig isst, was den meisten Kleinkindern noch nicht gelingt. Aber es bringt ihm sehr, sehr, sehr viel, dem Kind sehr, sehr, sehr viel bei. Das ist etwas total Schönes. Jeder Vater, jede Mutter hat diese erzieherische Aufgabe auch in seinem Leben. Und dieser erzieherische Aspekt von Gott, der steckt zum Beispiel im Hebräerbrief
super, super stark drin. Ja, wenn du den Hebräerbrief liest, dann merkst du immer wieder, wie Gott als Vater sich auch in der Verantwortung weiß, dich zu erziehen und zur geistlichen Reife zu führen. Du sollst heute nicht so sein, wie du morgen bist. Da soll es eine gewisse Entwicklung in deinem Leben gehen. Und Gott selber sagt, ich will diese Entwicklung ankurbeln, ich will das anstupsen. Amen. Lass uns mal zusammen aufstehen, liebe Gemeinde. Ich möchte diese vier Punkte, die ich aus dieser Vater-Kind-Beziehung herausgezogen habe, nochmal für uns einmal wiederholen. Gott ist dein Vater und du bist sein Kind. All denen, die ihn aufnahmen, steht in Johannes 1, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Recht darfst du heute ergreifen. Und ich wünsche mir, dass du mehr noch diese Vater-Kind-Beziehung lebst, von der ich heute gesprochen habe. Lass gerne deine Augen schließen und stell dir einfach mal dieses Bild vor, das ich dort in meiner Gebetszeit hatte. Wie Gott der Vater dort steht mit ganz weit geöffneten Armen und sagt, liebes Kind, komm zu mir. Ich möchte dich auf meinen Arm nehmen und ich möchte, dass du dich in meiner Gegenwart geborgen fühlst. Hier darfst du zufrieden sein, hier darf dein Herz so richtig ankommen. Ich wünsche mir, dass du dich in meiner Gegenwart sicher fühlst und all die Ängste, all die Sorgen, mit denen du dich beschäftigst, sie sollen jetzt in diesem Augenblick einfach mal gehen. Ich bin dein Vater und stehe dir in dieser Situation bei. Vielleicht stehst du vor finanziellen Herausforderungen, vielleicht hast du auch andere Sorgen, was die Zukunft betrifft, aber weißt, dass du einen Vater hast, der sagt, ich sehe es als meine Verantwortung, dich zu versorgen, ich weiß, was du brauchst. Ich bin der Gott, der im Verborgenen ist und der ins Verborgene sieht, ich weiß, was dein Bedürfnis ist. Ich bin dein Vater und ich verspreche dir, dass ich für dich sorgen werde. Und ich möchte dich zur geistlichen Reife führen. Ich möchte dich nicht so lassen, wie du bist, dafür liebe ich dich zu sehr, sondern ich möchte dir Dinge beibringen, sodass du irgendwann dastehst und nicht nur selbst für dich erkennst, wer ich bin, sondern auch anderen Menschen weitergibst. Jesus sagt zu der Frau am Brunnen, aus dir sollen Ströme lebendigen Wassers kommen. Und das wünsche ich dir, dass Gott dich dorthin führt, dass aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen, damit auch andere Menschen von deiner geistlichen Reife profitieren. Jesus, ich bete, dass diese Offenbarung jetzt tief in das Herz von jedem Einzelnen hineinfällt. Wir wissen, dass wir dich als Vater nur erkennen können, Jesus, wenn du uns diese Offenbarung schenkst. Und so bete ich, dass das zum festen Anker, zum größten Fundament unseres Lebens wird. Wir wollen an einen Vater glauben, der uns nah ist, der sich um uns kümmert. Wir wollen diese vertraute Beziehung haben, Jesus, wie du sie auch selbst gelebt hast. In deinem Namen beten wir. Amen.